Salam alaikum, mein Name ist Ekrem Bora, Sexy Kanake, aka Echo Fresh, und ich bin heute bei Dislike. Taiga, ha, Echo mit CK, du siehst nicht gut aus ohne Bart. Taiga, ha, ich finde mich aber so besser ohne Bart. Hexenmeister 2, zum Glück hat Echo nicht mehr diesen Bart. Aha, aha, Mack, check, Echo Fresh wird als Nacktschnecke wiedergeboren. Okay, kann jemand bitte diesen Echo Smog aus dem Bits nehmen? Da bekommt man Ohrenkrebs. Also Smog ist das, was irgendwie in der Großstadt in der Luft liegt. Was du meinst, ist Schmock. Das wird in Frankfurt zum Beispiel gesagt. Ist, glaube ich, sogar ein jüdisches Wort. Und Bits, damit meint er, glaube ich, das Business. Hat er auch falsch geschrieben. Da bekommt man Ohrenkrebs. Ja, ist ja wieder so, ja, ist halt so Geschmackssache. So, ne? Also manche mögen meine Stimme, manche nicht. Flo sitzt eigentlich immer so. Echo, auch wieder mit CK, hat schöne Plasse-Lippen. Okay, meine Freundin hat mit ihm nach einem Auftritt geschlafen. Er hat einen kleinen Schwanz. Ja, ich habe gehört, es ist nicht schlimm, wenn man einen kleinen Penis hat. Weil das sieht man ja im Fernsehen nicht. Da sieht alles größer aus. Ja, ich krieg trotzdem geile Raver, Alter. Frank S. Seit wann macht Cem Özdemir denn Hip-Hop? Hahaha. Hahaha. Ich habe mal im Quotentürken den Cem Özdemir gedoubelt und wir waren echt verblüfft und erstaunt, wie ähnlich ich dem sah. Es ist echt erschreckend, Alter. Aber Cem Özdemir ist Atze, habe ich gehört. Spielt mit ein paar Kollegen von mir mal sonntags Fußball. Ja, schöne Grüße. Get Ghetto. Wenn sich Bushido und Echo jede Nacht fragen, was der andere so macht, dann sollen sie doch zusammen kuscheln. Machen wir auch manchmal. Nee, es ist doch cool, Alter, wenn sich wirklich dicke Freunde fragen, so, ja, was macht denn der andere jetzt? Ja? Kann ja sein, dass man sich so treffen will und dann so ein paar Dinge, so ein bisschen Kaffee trinken. Fico 51, Eko Peko, du siehst aus wie ein Eiswürfel. Bruder Fico, alles cool, Bruder, ja? Warum kommst du nicht zurück nach Berlin, Bruder, ja? Weil der Playboy macht richtig Kohle, Alter, du bist richtig runtergekommen, Alter. Früher war Eko echter Dude, lustig mit ansteckenden, funkelnden Augen. Was hat ihn so ruiniert? Knallt sich jeden Tag Packung Antidepressiva rein. Okay, lass ich mal so stehen. Robert Duck, hat er den Sprachfehler lange Zunge heute immer noch oder war er Sprachschule? Ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich Essprobleme, war aber nie in der Sprachschule oder was weiß ich. Ist halt so, ist mein Style, Digga, ist mein Style, was soll ich machen? Raute 4492, Echos 1000 Bars sind natürlich eine unglaubliche Arbeit, aber dafür hat er Respekt verdient. Aber nach 3 Minuten kann ich mir seine Stimme und seinen Flow einfach nicht mehr anhören. Es ist einfach nur schrecklich. Ist egal, Dicker, weil du hast ja schon drauf geklickt und der Klick zählt und weiter geht's. Dirty Yeah Town, Spacko Fresh, wo ist der 2014? Schon jemand was von ihm gehört? Nichts, denn er ist wohl noch Schwänze lutschen gegangen. Gib im Goggle ein, was ich im Moment so mache, informier dich vorher, Dicker. Walla läuft bei mir, ja. Walla läuft. Warum muss ich dir erklären, Dicker, ja? Montana Crew. Zu Echos ersten Album hatte ich das erste Mal Genitalverkehr. War wirklich kein schöner Sex. Ah, schade. Das tut mir leid. Ich hätte jetzt gerne gelesen, ein schöner Sex. Ich hatte auch das erste Mal Genitalverkehr gestern. Und es war auch kein schöner Sex. Weiter geht's. Street Soldier 244. War mit schlimmen Ohrenschmerzen beim Arzt. Er hat kurz meinen Gehörgang gecheckt und direkt gefragt, Echo Fresh gehört? Sehr clever. Sehr kess. Don Pedro 528. Echo ist halt aus der Provinz. Da ist halt nicht so viel mit Skills und Frankfurterismus. Fick alles außer Frankfurt, ihr bäuerlichen Bauern-Nazis. Ich liebe Frankfurt. Frankfurt ist echt eine geile Stadt. Ich habe da kürzlich einen Film gedreht und ich weiß jetzt nicht genau, was der meint, aber wirklich, Props an Frankfurt hat mich jetzt da drauf gebracht. Penny Churchill, oh Gott, wie ich Echos Nase liebe. Echo, bitte heirate mich. Dann sitzen wir gemeinsam auf der Couch und ich streichle sie ganz sanft.
Er muss ja erstmal Foto und so schicken, Digga. Ja, geht nicht so. Ich kann nicht so auf anonym so. Und Blind Date ist nicht so. Weißt du, ich hab daraus gelernt, ein paar Lektionen gelernt bei K1 schon. Ah, that's all, folks. Boah, jetzt war ich gerade so gut drin, Alter. Das war Dislike mit Echo Fresh. Also mir war es nicht sexuell genug. Aber ist okay, kann man mit leben. Check mein Album, check meine Tour, check meine Serie, check meinen Film. Peace.